Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 1 vs 1 auf dem Twitter.net Server. Das ist ein kleines Ersatzvideo, denn, ich bin jetzt gerade mit einem Subcat und ich kann nicht suchen, GG. Denn ich habe es leider nicht mehr geschafft, heute ein Video zu machen. Also ich habe es schon geschafft, ich habe zweimal aufgenommen. Aber zweimal ist es mir passiert, dass ich den Ton nicht aufgenommen habe, also mein Mikrofon. Und das ist natürlich nicht so nice. Und ja, deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd, deswegen muss jetzt hier so ein kleines Ersatzvideo her. Hoffe, ihr versteht das. Ich werde natürlich jetzt... Ich habe ja die letzten zwei Videos Story-Videos gemacht, jetzt werden es mal wieder ein paar Minigames-Videos sein, weil ich werde ja immer noch hauptsächlich Minecraft-PvP-YouTuber werden, nur ab und zu mal, weil ich jetzt ja auch eben einen eigenen Server habe, kommen halt mal ab und zu so Troll-Videos, aber ich werde jetzt nicht zu abgegrifft oder so eine Scheiße, sondern ich werde schon hauptsächlich noch Minecraft-PvP-YouTuber bleiben, also mache ich da keine Gedanken drüber, das wird noch hauptsächlich so sein. Und ich bekomme bald ein neues Mikrofon, also es kommt irgendwie nächste Woche an. Ich habe mir das Rode Podcaster bestellt. Auf jeden Fall extrem nice. Freue ich mich extrem drauf. Und ja, wird auf jeden Fall richtig, richtig cool, ja, damit aufzunehmen. Dann erfährt ihr eine bessere Qualität. Wird auf jeden Fall nice werden. Ja, joint auf jeden Fall immer noch alle auf restinpizza.de. Das ist mein Server, wo meine Community immer drauf zocken kann. Und ja, YouTuber-Ring gibt es ab 350, Premium Plus ab 150. Joint auf jeden Fall dort alle drauf. Ja, ich finde, da sollten... Also es sind schon jetzt relativ viele aktive Spieler drauf, aber es sollten noch mehr aktive Spieler her, finde ich. Und deswegen joint auf jeden Fall trotzdem immer noch alle drauf. Und ja, schaut euch den Server einfach mal an, bald kommt QSG noch. Also ja, joint einfach mal drauf, erstellt euch einen kleinen Freebuild-Base. Würde mich wirklich freuen. Gibt immer noch mehr so Motivation, wenn das andere Leute machen. Und ja, deswegen mal sehen. Eierkupf. So. Eierkupf. Hä? Das bringt halt null was. Lustig ist, weil der Schutz 1 Million drauf ist. Nein. Jetzt töte mich. So, töte mich. Komm, ich will ihn... Ja, okay, jetzt hat er mich getötet. Wow. Als ob das noch... Nee, jetzt mache ich das nochmal. Das hat zu hohen Schutz. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit 20 Jahre gegen ihn zu kämpfen, wenn er Schutz 1 Million Rüstung hat. Das ist so lame. Ja, er hat noch eine Runde. What the fuck. Das Kind ist so abfuckmäßig, ne? Gut. Nächste Runde. Ich fordere hier einfach mal Lexi oder so heraus. Nimm mal an. Ja, okay, dann nicht abgehoben. Schon als Non-YouTuber abgehoben. Mensch, Mensch, Mensch. So abgehoben, Lexi. Let's go. Er schreibt gerade Y, ja, weil das eben so ein Kit war, was die ganze Zeit abgefuckt hat. So, okay, jetzt kommt eine Motte über meinem Bildschirm. Irritiert mich jetzt ja so gar nicht oder so. Mir so ein hässliches Insekt krabbelt. Och man. Ja, ich muss es jetzt wie gesagt abends aufnehmen. Und ich will jetzt auch gleich pennen gehen, deswegen, ja. Hoffentlich reiße ich noch halbwegs etwas, aber gerade sieht es nicht so aus. Hässliche Kackmotte. Ich mache jetzt so Lichteffekte. Oh Mann, es geht immer noch nicht. Die hässliche Motte fliegt immer noch nicht weg. Vor allem, was erhofft die sich dadurch, dass es so hell ist? Was erhofft die sich einfach dadurch, außer abzufucken auf meinem PC-Bildschirm? Soll ich mal verpissen? Ganz ehrlich, solche... Ich hasse generell Fliegen und Motten. Gut. Ja. Nice, das ist Anti-Sheet auf jeden Fall. Ich hasse generell Fliegen und Motten. Die fucken so richtig ab. Momentan. Wespen fangen natürlich auch ab, aber die gibt es nicht so oft. Aber Fliegen und Motten, die fangen richtig ab. Und Mücken. Fliegen, Motten und Mücken. Die fangen richtig ab, diese drei Insekten. Und keine Ahnung, die braucht halt auch niemand auf der Welt, ne? Wer braucht Motten? Wer braucht Fliegen und wer braucht Mücken? Ich zumindest nicht. Das sind einfach nur nutzlose Typen. Der heißt Achtung Hacker. Weil er hackt, glaube ich, nicht. Zumindest sieht es ja noch halbwegs legit aus. Falls er hackt, dann ist er ein Scheißhacker. So. Ja, jetzt habe ich ihn zum Beispiel. So, komm, okay. Jetzt habe ich gegen ihn den Best-of-Kampf gewonnen, obwohl es nur 1:1 war. GG. GG auf jeden Fall. So. Einer schreibt, fick dich. Alles klar. Alles klar. Nimm doch mal an. Nimm doch mal an. Okay. V
frage ich dich, warum die Iron Rüstung hier noch drin ist. Gut, also wie gesagt, bald neues Mikro, wird auf jeden Fall nice. Das ist das Rode Podcast, hat einen integrierten Popschutz, ist ein USB-Mikro. Das heißt, man braucht kein Mischpult oder so, sondern man kann es einfach so machen. Und das ist auf jeden Fall nice. So. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe mir auch noch so einen Schwenkarm dazu bestellt. Das heißt, ich mache das an meinen Tisch und kann dann so mein Mikrofon hin und her schwenken. Das ist richtig cool. Falls der Schwenkarm nichts taugt, weil ich habe erstmal einen billigeren genommen, damit ich mir überhaupt einen holen kann. Weil ein Schwenkarm ist für mich notwendig auf jeden Fall. Falls der aber nichts taugen sollte, dann hole ich mir in der Zukunft vielleicht nochmal den richtigen Rode-Schwenkarm. Aber erstmal für Testen und so reicht's erstmal, weil ja, ohne Schwenkarm ist dann halt blöd. Und wenn ich mir den jetzt von Rode geholt hätte, dann wäre es glaube ich zu teuer gewesen. Aber naja, also falls der andere nichts taugen sollte, was ich nicht hoffe, weil eigentlich ist der gar nicht so schlecht. Da war bei Amazon ein Pack dabei, eigentlich müsste das dann klar gehen. Aber falls er nichts taugen sollte, werde ich mir auf jeden Fall nochmal den roten Schwenkarm holen. Aber es ist auf jeden Fall ganz cool, dann kann man den so an den Tisch anbringen, den Arm, kann dann da sein Mikrofon ranstellen und dann kann man es einfach so schwenken. Das ist eigentlich richtig cool. Wenn dann zum Beispiel jetzt jemand zu Gast ist, sage ich es einfach mal, also wirklich jemand neben mir sitzt, dann kann ich so das Mikrofon zu ihm schwenken, wenn er was sagen will, so richtig professionell, das ist voll lustig. Also ein Schwenkarm finde ich schon, ist schon fast notwendig. Ja, und sieht auch einfach besser aus als nur so ein ganz normaler Ständer, finde ich so. Ständer ist zu Mainstream. Ich brauche einen Schwenkarm. Nee, Spaß, aber ich finde es ehrlich voll praktisch. Und das haben auch viele größere YouTuber. Und ich finde es auch, es bietet nur Vorteile. Aber ich finde es auch voll geil, dass man beim Rode Podcaster keinen Popschutz braucht. Ich meine, der Popschutz sieht nicht schlecht aus oder so, aber es ist halt einfach unnötig. Und das finde ich halt dort auch dran so cool. Haben auch ein paar größere YouTuber, zum Beispiel Trobu oder so, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat das glaube ich auch, oder ich weiß nicht, vielleicht sogar noch ein paar noch größere YouTuber. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber ist auf jeden Fall eines der besten Let's Player-Mikros. Ja, ist vergleichbar mit dem Rode NT1A, also die sind ungefähr gleich gut, bloß dass man für das Rode NT1A noch ein Mischpult braucht. Und das ist halt eben sau unnötig. Deswegen habe ich mir halt auch das andere geholt. Und halt eben, weil es halt auch eben ja noch ein bisschen besser für YouTube geeignet ist. Das NT1A ist auch zwar auch für YouTube geeignet, aber ist mehr für Gesangsaufnahmen, also auch geeignet. Naja, also nicht so viel zum Mikrofon. Wenn, falls ihr nichts versteht, dann, keine Ahnung, könnt ihr euch ja mal informieren. Aber ich denke, viele müssten das verstehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall extrem auf das Mikrofon. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. So, ich habe gerade ein bisschen verwirrt, weil ich gerade irgendwie gepiekst wurde in meiner Hand. Wir hatten so eine scheiß Mücke. Ja, jetzt traue ich diesen hässlichen Mücken richtig zu. So, what the fuck, was hat der gerade für jetzt gegeben? Naja, gut, also ich würde sagen, das war schon von dem Video. Ich wollte einfach nur kurz das aufklären. Also sagen ihm, dass es mit dem Video jetzt hier nicht gepasst hat und so weiter. Und ja, also, sorry auf jeden Fall an dieser Stelle an euch. Lässt sich nichts machen. Gut, ich krieg bald ein Mikrofon, das wird auf jeden Fall nice. Ich geh jetzt auf jeden Fall pennen. Bis dann, Leute. Haut rein. Schaut bei restinpizza.de vorbei. Schaut bei twitter.net vorbei. Keine Ahnung. Guckt meine Videos, liked meine Videos. Alles klar. Ciao, Leute. Bis dann.